Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Little Nightmares 2. Im letzten Part sind wir hier in Psychiatrie angekommen. Keine Ahnung, ob es jetzt Krankenhaus oder Psychiatrie ist. Auf jeden Fall hatten wir hier ein Rätsel, wo wir quasi die Stofftiere hier ranken mussten, um rauszubekommen. Was für uns wichtig sein könnte. Also, welches von den Teilen einen Schlüssel mit hat. Wieder im Hintergrund den Hinweis hat, mit dass er eigentlich einen Schlüssel hat. Wir haben nachher herausgefunden, dass hier im Untergrund, also wenn wir mal hier nach unten fahren, eine Verbrennungsanlage ist. Also dachte ich mir, das könnte man ja eins und eins zusammenzählen. Und alles, was jetzt irgendwas mit drin hatte, einfach mal nach unten mitnehmen. Und da reinwerfen. Mal schauen, was da am Ende rauskommt. Kann es auch sein, dass ich einen Fehler mache? Okay, ich muss zuerst alles rauswerfen und dann. Ich hoffe, dass der Esel nach unten ist. So. Mal rauswerfen. Den noch mitnehmen. Hier rein. Und einmal vernichten. Okay, nur den Schlüssel halten. Alles andere wurde zerstört. Na gut, haben wir wenigstens den Schlüssel. Obwohl der Esel eigentlich einen Teil von der Axt drin hatte. Ich meine, ist das ja auch ein Metall, das nicht einfach so, wenn der Schlüssel auch nicht zerstört wird. Ah, na gut. Lassen wir das mit der Logik hier. Hier nichts mehr in dem Raum. Auch so ein paar Bauglitze. Ich glaube nicht, dass die irgendwas versteckt haben. Und wir sehen schon, wir brauchen hier oben zwei Sicherungen. So, Schlüssel, mal schauen, was ist dafür hier. Ja, das ist hier. Wir haben noch eine Taschenlampe erhalten, damit wir hier im Dunkeln auch was sehen können. Okay, es sind sehr viele Ersatzteile. Und ja, wenn was amputiert wird, brauchst du natürlich eine Prothese. So viele Prothesen. Ein Holzprothesen. Weiß nicht, ob man braucht.
Na gut, schauen wir mal weiter, wo wir hier sonst noch hinkommen. Und auch so ein. Weiteres Horror-Szenario. Okay. Ganz normal, dass die Prothese sich von alleine bewegt. Ah, ich glaube, ich bin hier nicht erwünscht. Mal wieder. Oh, das ist nicht mal eine Prothese, das ist sogar eine richtige Hand. Habe ich irgendwas, um mich zu wehren hier? Eigentlich nicht. Okay. Kann ich die vielleicht irgendwie triggern, dass sie wieder auf die andere Seite läuft? Natürlich nicht. Okay. Ich wollte mich eigentlich umsehen mit der Kamera. Das hat ja nicht so geklappt. Dann weiß ich nicht, was ich machen muss. Ich habe hier nichts, womit ich mich wehren kann. Oder zumindest nicht offensichtlich ist. Vielleicht doch noch mal hier rüber locken. Kann ich die aufheben? Ne, die kann ich auch nicht aufheben. Ich kann hier auch nichts von der Decke nehmen. Gelandet? Ich sehe es halt nicht. Ich bin irgendwo runtergefallen, das habe ich nicht mehr gesehen. Das ist doof gemacht. Ich glaube, ich muss auch noch weglaufen. Okay, so schnell kann ich dann auch nicht weglaufen. Was übersehe ich? Ich meine, ich hatte hier keine Waffe. Das brauche ich auch nicht. Ich meine, ich komme schon zurück mit der Kiste hier. Zumindest theoretisch. Ich habe keine Ahnung, ob ich es überhaupt zu weit schieben darf. Ich mit der Taschenlampe wären. Hat das funktionieren? Ja, ich probiere das mal aus. Ob ich da vielleicht zurückkommen? Oder vielleicht auch nicht. Ja doch. Es wirkt zwar kurz so, als wenn hier eine unsichtbare Wand wäre. Aber ja nicht. Aus. Ja, okay, die Kiste kann ich hier nicht klettern.
mit dem Licht. Ich suche jetzt auch mal mit dem Licht. Okay, Licht interessiert das Ding kein bisschen. Gut. Was könnte ich sonst noch machen? Was jetzt großartig überlegen, wie ich von hier wegkomme. Nein, hier komme ich auch nicht durch die Tür, die ist ja nicht offen. Und ich werde es dann auch nicht zerschlagen. Nach oben. Ich muss nach oben klettern. Krass, ich habe keine Ahnung, ob ich nach oben klettern kann. Wahrscheinlich muss ich hier nach oben klettern. Okay. Wir sind hier handlos geworden. Oder auch nicht. Ich hab schon verstanden gehabt. Okay. Ich hier hinten hoch. Ja, komm hier hinten hoch. Das interessiert die Hand allerdings wenig. Warte, schnell, warte, schnell, warte. Okay. Dann für 2 Sekunden ist sicher. Nee, komm schon, spreng mich an. Okay. Nein. Okay. Die Hand ist ein Boss. Gut zu wissen. Komm schon. Okay, das hat gezählt. Ein gutes Ding, es sind 3.
Okay. Glück sind ein bisschen losgeworden. Ich hätte mir auch hier oben hinstellen können. Ja, ich muss die, glaube ich, vernichten. Also erledigen. Und das muss ich einschlagen. Ist sie noch hier? Meint nicht, was das für ein Geräusch. Okay, wir hinterfragen das jetzt mal nicht. Dann sollen wir hier eine Sicherung halten. Ganz logisch. Wenigstens eine von zwei. Die ganze Zeit, dass das die Kreaturen hier sind. Okay, und die brauchen wir auch hier hinten. Okay. Mal schauen. Was uns als nächstes für eine Kreatur wartet. Wenn man gegen eine Hand zu kämpfen ist, jetzt ziemlich. Ja, etwas eigentlich. Okay, hier brauchen wir auch hier so eine. Sicherung, damit wir den elektrischen Stuhl aktivieren. Ist es doch vielleicht ein Gefängnis? Jetzt bin ich mir unsicher. Nee, das ist nur wieder so eine Attrappe. Allerdings würde ich sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon beenden. Ich danke euch für's Zusehen. Lasst eine Wertung, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht so sollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, ihr seht uns in der nächsten Folge von Little Nightmares wieder. Ciao.